gibt einen Fachkräftemangel bei Ameisenumzügen. Es ist wahr. Ja, das ist ernsthaft auf jeden Fall. Ganz ernsthaft freuen wir uns jetzt auf einen Mann, der eine fragile Stimme hat. Und ich bin sehr gespannt, wie Thomas Dybdahl, der in Norwegen ein echter Star ist, nur mit einer Gitarre, ohne diese ganzen elektronischen Sounds, bei uns auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt agieren wird. Wir dürfen auch schon mal verraten, normalerweise kommen unsere Stars, die hier Musik machen und auftreten, immer mit einem Riesentross an. Da sind 1000 Leute, die sich um die kümmern, die sie begleiten musikalisch. Und heute stand auf unserer Liste nur Thomas. Alleine. Thomas und seine Gitarre. Mhm. Und da freuen wir uns. Du bist noch bei den Ameisen, ne? Nein, wir sind jetzt mal bei Thomas Dybdahl. Die Musik von Thomas Dybdahl klingt überraschend anders. Akustikgitarre mischt er mit Elektrosounds und Streicher mit poppigen Beats. Sein neues Album The Great Plains ist eine Reise durch die Musikgeschichte und eine Reise durch sein Leben in Norwegen. Du kannst es nicht leugnen, eine Umwelt und ein Klima wie das hier, bei dem es 90 Tage am Stück regnet und die Winter sind lang und dunkel, und dann gibt es Zeiten wie jetzt, wo die Sonne niemals untergeht und es nie dunkel wird, das muss irgendetwas mit deiner Psyche machen. Das aktuelle Album The Great Plains hat Thomas in Oslo selbst komponiert, eingespielt und arrangiert. Zusammen mit Freunden, die er schon lange kennt. Und jetzt ist Thomas Dybdahl bei uns hier im ARD Morgenmagazin. Guten Morgen. Hallo. Good morning and thank you. Guten Morgen, danke für die Einladung. Normalerweise spielst du in Norwegen nur vor ausverkauftem Haus. Jetzt hier vor einem halb besetzten Studio morgens und in Deutschland relativ unerkannt. Wie ist das für dich? It's fine. Das ist super. Also ganz ehrlich. Das ist vollkommen egal, vor wie vielen Leuten du spielst. Jedes Konzert, jeder Auftritt ist immer anders. Ich weiß nicht, was ich jetzt erwarten soll, normalerweise bei Konzerten. Und das ist gut, damit bleibst du wach und aufmerksam. Nein, ist toll. Ich mag das. Die Zahl ist vielleicht nicht entscheidend, aber es gibt ja unterschiedliche Typen. Es gibt die Norweger zum Beispiel, die haben einen eigenen Charakter, und die Deutschen vielleicht auch. Was ist für Sie der, oder für dich der größte Unterschied zwischen Norwegern und Deutschen? Vielleicht eine andere Art von Direktheit. Also, ich glaube, die Norweger sind so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die sind zögern, Dinge direkt anzusprechen. Die sagen nicht so direkt, was sie meinen. Wir reden mehr so drum, aber wir wissen das. Also wir wissen immer noch, was die Leute meinen, wenn sie so blumig sprechen. Okay. Wir versuchen uns ein bisschen zurückzuhalten. Ja, wir sind ein bisschen diskreter und zitieren dich mal. Du hast über dich selber mal gesagt, du bist ein Kontrollfreak. Gibst nichts aus der Hand, machst lieber alles selber. Was heißt das im Umgang mit dir? Ich glaube, ich mag es einfach, jede Facette von allem, was ich mache, zu kennen. Aber das ist etwas, was in späteren Jahren bei mir etwas lockerer geworden ist. Inzwischen bin ich auch in der Lage, die Dinge ein bisschen laufen zu lassen. Ich arbeite mit unterschiedlichen Leuten. Und wenn man also mit Leuten arbeitet, die selber eine sehr starke Meinung davon haben, eine klare Vision von dem, was sie machen wollen, dann muss ich die manchmal auch machen lassen. Ist auch schön. Wandel ist ein gutes Stichwort, weil viele Songs früher waren von dir durchaus sehr melancholisch. Auf dem neuen Album strahlst du sehr viel Lebensfreude, Optimismus aus. Was hat sich da verändert? I don't know, maybe, weiß nicht, vielleicht maybe just the age. Einfach das okay. Alter. Maybe I just vielleicht realized ist mir klar geworden, dass ich ein gutes Leben habe. Ich habe ein tolles Leben und ich habe auch die Zeit, über Dinge nachzudenken, wie bin ich der geworden, der ich bin, wie hat meine Kindheit diesen Weg vorbereitet, wie viele schöne Kindheit hatte ich, in Stavanger bin ich aufgewachsen, wie hat mich das geformt, was hat die Familie dabei ausgemacht. Vielleicht fühle ich mich einfach froh und glücklich.
Weil es so eine Mini... Midlife-Crisis ist ein Midlife-Crisis. Midlife-Crisis, wenn das positiv wird. Dankeschön, dass du heute hier bist, Thomas Dybdahl, hier im ARD-Morgenmagazin. Wir hören dich gleich noch auf der kleinsten Bühne der Welt. Genau, in einer Stunde live nur die Gitarre und er. Mhm. Und jetzt Ocker und die Sportmeldung. Kluge Texte, schöne Melodien. Thomas Dybdahl ist heute Morgen bei uns. Ein Superstar in seiner Heimat Norwegen, spielt immer vor vollem Haus. Jetzt will er Deutschland erobern. Und den Geheimtipp präsentieren wir Ihnen hier jetzt im ARD-Morgenmagazin. Thomas Dybdahl, in Norwegen ein Superstar, hierzulande noch ein Geheimtipp. Sein neues Album The Great Plains ist eine Reise durch die Musikgeschichte und eine Reise durch sein Leben in Norwegen. Die Winter sind lang und dunkel. Es gibt Zeiten wie jetzt, wo die Sonne niemals untergeht und es nie dunkel wird. Das muss irgendetwas mit deiner Psyche machen. Das aktuelle Album The Great Plains hat Thomas in Oslo selbst komponiert, eingespielt und arrangiert. Für ihn ist das sowas wie Back to the Roots. Jetzt ist er bei uns auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt. Schönen guten Morgen. Good morning. Viele Texte auf dem neuen Album handeln davon, habe ich so das Gefühl, dass man eines Morgens wach wird, in den Spiegel schaut und sich denkt, oh Gott, wer ist das da? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Ist das so eine Art Midlife-Crisis-Album von Ihnen oder was ist das? That's the miniature. Ja, genau, das ist eine Mini-Midlife-Crisis. Maybe it's a little bit early. Vielleicht ist es ein bisschen zu früh noch. Vielleicht kommt die echte Midlife-Crisis noch in ein paar Jahren. Aber ich versuche einfach rauszufinden. Welche Menschen haben mich umgeben? Was das Umfeld hat den größten Einfluss darauf gehabt, der ich heute bin? Vielleicht ändert sich das noch. Aber die Person, die ich jetzt bin, hat ja eine Vergangenheit. Ich frage mich also, woher komme ich? Ich versuche zurückzublicken. Ich habe Sie im Video gesehen auf einer großen Bühne, wo Sie wirklich wie so ein Entertainer, wie so ein Derwisch über die Bühne fegen. Und hier heute Morgen erlebe ich Sie auch. Sie sagen über sich selber ja auch, Sie sind ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Wie passt das eigentlich zusammen? Ich bin eher zurückhaltend, vielleicht nicht gerade schüchtern, aber sehr ruhig die meiste Zeit. Vielleicht bin ich etwas introvertiert, aber auf der Bühne ist es anders. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist ja das, was ich unheimlich gerne mache, was ich liebe. Seit ich ein Kind war, habe ich unheimlich gerne getanzt. Ich habe Michael Jackson und Prince imitiert im Wohnzimmer. Mit 7, 8 Jahren habe ich Shows für die Eltern gegeben. Also all das habe ich immer gerne gemacht, was Millionen andere Kids auch machen. Aber für mich wurde es ein wichtiger Teil meines Lebens. Dass Sie es aber auch ruhig auf einer Bühne können, ohne Tanzen, sondern ganz entspannt für den Morgen erleben wir jetzt, like Bonnie and Clyde. Vielen Dank, Thomas. All right. With the city sinks soft and the clouds blew by, visions of freedom in my mind, a vague desire for homicide, you and I. Living like Bonnie and Clyde. It's 20 past four in sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. Well, she's waiting on me. So I aim my ride, sliding behind her. She loves me and I'm there to remind her. And the sun beats down like a big old drum and shines right down on everyone. You and I, you and I, we're living like Bonnie and Clyde. You and I, you and I, we're living like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw you. Side by side on imitation leather we ride. Where we wanna go, I
I don't drink, babe, when I'm driving. I don't do fear, I don't do hiding, no. I like to keep it clean. And we don't remember yesterday. When tomorrow comes, we'll forget today. That's okay, that's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay, that's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Oh, we're living like Bonnie and Clyde. We're gonna pop this town like a Coca-Cola. Show 'em how to mess around. Give me another little bit, another little bit. Give me another little bit of that. We're going upside down like a roller coaster. Blind them with the big old sound. Give me another little bit, another little bit. Give me another little bit of that. You and I, you and I, we're living like Bonnie and Clyde. You and I, you and I, we're living like Bonnie and Clyde. Oh, oh, we're living like Bonnie and Clyde. Oh, we're living like Bonnie and Clyde. Thomas Dybdahl, live bei uns im ARD Morgenmagazin. Thank you very much. Alles Gute für die Tour. Und danke, dass Sie heute Morgen da waren. Thank you very much. Jetzt thanks der for Sport having me. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.